Juhu, da sind wir wieder. Wir sind hier gerade wieder in unserer Hauptbasis, ja, wo man immer nur arschlangsam reingehen kann, warum auch immer. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass wir uns das Herstellen von den Waffen mal ein bisschen anschauen. Und damit fangen wir jetzt auch direkt mal an, bevor wir mit irgendwelchen Aufträgen oder sowas wieder loslegen. Sonst bleibt uns nämlich am Ende wieder keine Zeit, weil ich es wieder nicht schaffe, von irgendeinem Auftrag einfach loszukommen oder das und das noch machen will. Ihr kennt das ja mittlerweile bei mir. Dementsprechend wollen wir mal uns anschauen. Okay, hier ist irgendwie alles gerade noch rot hinterlegt. Wie, wo, warum auch immer. Nicht genug Ressourcen. Okay. Okay, da unten steht jetzt Ressourcenanforderungen. 5 Waffenteile, wir haben ungefähr 1. Wir können aber Sachen, die wir in unserem Inventar haben, zerlegen und daraus Ressourcen ziehen. Dann gehen uns zwar die Credits flöten. Aber das ist es mir gerade im ehrlichsten sein mal wert. Da zerlegen. Gedrückt halten. Wunderbar. Waffenteil. Das macht uns sowieso alles noch schlechter. Waffenteil. Das können wir nicht zerlegen. Das können wir aber zerlegen. Warum können wir das hier nicht zerlegen? Steht da irgendwo was? Nö, gell? Irgendwelche Dinger hat er auch nicht dran. Okay, wie viel haben wir jetzt rausgeholt? 3 Stück, glaube ich, gell? Hehe, wäre natürlich jetzt scheiße. Wäre natürlich eins zu wenig. Selbstverständlich haben wir eins zu wenig. Vielleicht haben wir bei den Pistolen aber noch was. Da, selbstverständlich nicht. Das wäre auch viel zu schön gewesen. Haben wir hier noch was? Ah, da haben wir doch noch was. Ein bisschen Stoff. Oh, toll. Ich hasse es. Ich muss, kennt ihr dieses, so ein total behindertes Lied, was momentan rausgekommen ist? Von wem ist das denn? Stoff und Schnaps heißt das. Ich muss in der letzten Zeit jedes Mal, wenn ich Stoff höre, lese oder sonst sowas, muss ich an dieses blöde Lied denken, weil ich das ständig höre. Blöderweise, mehr oder weniger etwas unfreiwillig, weil ich auf Arbeit viel mit dem Auto unterwegs bin und das teilweise im Radio hoch und runter läuft, kann das einen schon hier und da mal echt auf den Geist gehen. Was haben wir hier eigentlich? Ach so, ah, okay, das die Halterung, die zerlegen wir auch noch. Werkzeug, naja. Okay, also wir kriegen aus den ganzen Ausrüstungsständen kriegen wir anscheinend Stoff, aus den Waffen kriegen wir die Waffenteile und aus den Mods nenne ich es jetzt einfach mal. Ich glaube, die heißen sogar auch Mods. Genau, Mod. Ha, genau. Heißen die sogar so. kriegen wir Werkzeuge raus. Jetzt haben wir blöderweise etwas zu wenig. Das heißt also. Warte mal, habe ich in der Truhe vielleicht was? Ach, geh mal da. Ach, hatte ich. Ich rede schon wieder viel zu viel. Ich glaube, das hatte ich im ersten Video schon mal festgestellt. Jetzt, wo ich das hier gerade so sehe. Die Truhe ist verbunden mit meinem anderen Charakter. Das heißt also, hier kann man also wunderbar auch Items von Charakter zu Charakter übertragen. Finde ich per se eigentlich ganz cool. Bis zu einem gewissen Grad. Ist halt. Ja, man braucht im Endeffekt einen Charakter hochziehen und kann dann die anderen relativ gut hochpushen. Aber das ist ja in mehreren Games so von daher. Daher ist das nicht ganz so tragisch. Ganz im Gegenteil, kann ja auch eine Menge Vorteile bringen. Jetzt machen wir aber, da das mit der Waffenherstellung erstmal nicht geklappt hat, machen wir uns mal auf dem Weg wieder zu einem anderen Safehouse und machen da mal ein, zwei Aufträge, sodass wir dann gegebenenfalls genug Kram zusammenkriegen, um uns eine Waffe herzustellen. Raus will ich hier. Hier geht's nicht raus. Raus geht's hier hinten die Leiter hoch. Hier, genau. Ist halt. Ich finde es zwar cool, dass es hier so unterirdisch ist, aber. Was ich ziemlich nervig finde, ist, dass man immer den kompletten Weg hier rauslaufen muss. Statt dass sie einfach irgendwo eine Tür machen, dann zack, steht man draußen. Das ist zwar die ersten ein, zwei Male, macht das noch Fun, hier durchzulaufen und sich darüber zu freuen, dass man in den Abwassern rumläuft. Ja, ich weiß auch nicht, warum man sich darüber freuen sollte. Aber wie dem auch sei, irgendwann kann es einen ziemlich nerven. Na gut, allzu oft läuft man hier jetzt auch nicht durch, muss ich auch zugeben. Aber ich glaube, wenn ich mit der Schnellreise hier hinreise, dann lande ich auch bloß hier die Leiter runter an dem Stück und darf dann trotzdem den kompletten Rest laufen, statt einem einfach direkt in das Quartier zu senden. So, jetzt kümmern wir uns erstmal hier um den Tech-Flügel. Ist zwar am weitesten weg,
aber der Auftrag, der mich momentan am meisten interessiert, weil ich den blinden Tech-Flügel freischalten will, weil ich die... Wie werden sie schon angezeigt als... Der hat gesessen. Nice. Richtig guter Schuss hier. Da liegt aber noch was. Ja, ich weiß. Abspielbares Echo. Ich bin zwar immer noch davon überzeugt, dass Echo heißt, nicht Echo. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Echo aktivieren. Ah ja. Das ist, was es genau ist, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Es sind tatsächlich jetzt quasi Aufnahmen, beziehungsweise Bildrückstände aus vergangenen Geschehnissen, die es zu untersuchen gilt. Was genau wir hier jetzt herauszufinden haben, kann ich euch nicht genau sagen. Identität unbekannt. Was bist du für ein Hyopai? Benzintank. Ah ja. Was genau sagt uns das Ding hier jetzt aus? Ich glaube nämlich so ad hoc gerade gar nichts. Ich kann ihn nämlich gerade auch herzlich wenig untersuchen. Ab und zu hat man das wenigstens, dass man ein bisschen was untersuchen kann. Aber das scheint hier gerade so absolut nicht der Fall zu sein. Von daher ist es, glaube ich, etwas irrelevant. Machen wir uns wieder auf den Weg zu unserem Auftrag. Damit wir auch noch dazu kommen, uns gleich eine tolle Waffe herzustellen. Ob die so toll ist, wird sich zeigen. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass man es kann. Und da ich mir das selbst noch nicht so genau angeschaut habe, weiß ich auch nicht genau, wie weitführend das ist tatsächlich. Das heißt also, ob es wirklich was bringt, ob es lohnt sich, die Waffen herzustellen. Ob man da einen gewissen Vorteil daraus zieht oder ob man am besten einfach die Waffen nimmt, die man kaufen kann oder sonstiges. Das wird sich alles zeigen. Irgendwas muss es bringen, sonst hätten sie es nicht implementiert. Und ich laufe gerade voll den falschen Weg. Da muss ich lang. Hallo Hündchen. Keine Sorge, ich tue dir nichts. So, jetzt sind wir doch gleich schon da. Achso, genau. Was ich übrigens mal überprüft habe, witzigerweise. Ich habe im ersten Video habe ich darauf hingewiesen, dass die Stadt hier ziemlich originalgetreu nachgebaut ist. War mir dessen aber noch nicht so sicher, als ich das ausgesprochen hatte in dem Video. Habe es aber tatsächlich mal nachgeschaut. Also die Straßen stimmen tatsächlich überein. Wenn ihr mal hingeht, in dem ersten Video, ganz am Anfang, relativ weit am Anfang. Oh, war ja, das ist ein großer Auftrag hier. Ich bleib mal kurz hier stehen. Genau, wollte ich auch noch machen. Mal kurz die Lautstärke ein bisschen hochstellen. Ich habe mir jetzt nämlich aufgefallen im letzten Video, dass ihr vermutlich das Geschwätz von der Uschi kaum versteht. Deswegen machen wir die Dialoglautstärke einfach mal ein bisschen hoch. Und zwar im ersten Video, wo ich in Brooklyn unterwegs bin, darauf hinweise, dass die Straßen so teilweise originalgetreu sind. Gibt es da eine Washington Street und eine, weiß ich nicht was, so irgendeine andere Straße. Danach habe ich einfach mal gegoogelt und tatsächlich gibt es die in Brooklyn und ist so ziemlich genau an der Stelle, wo sie auch auf der Spielmap ist. Von daher gehe ich mal davon aus, ich habe jetzt keine weiteren Stichproben genommen, sondern tatsächlich nur diese eine Straße überprüft. Aber diese stimmt überein und allein sowas finde ich halt ziemlich geil. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht die einzige Straße ist, die da übereinstimmt mit anderen. Von daher, oh weia, die sind allesamt Stufe 6. Ich kann doch irgendwie, guck mal hier, gerade ein Stück weiter nach vorne gehen wieder. Irgendwo war es doch machbar, dass ich nach Leuten suche, die mit mir die Mission zusammen machen. Kann ich, irgendwie geht das. Was war denn das gerade? Achso, das war noch davon übrig. Gruppenverwaltung. Wenn ihr übrigens mal wollt, und ihr das Spiel auch spielt, könnt ihr gerne mir mal Bescheid sagen, mich anschreiben, wie auch immer. Ihr seht, fragt mich bitte nicht, warum, wieso oder weshalb dieser Name so entstanden ist. Bei der PS4 heiße ich Sputnik 500.
Wenn ihr wollt, einfach mal eine Nachricht schreiben oder einfach über YouTube oder sonst was, E-Mail-Adresse habt ihr ja auch, steht unter den Videos immer in der Beschreibung. Könnt ihr mich gerne einfach mal anschreiben, dann werden wir zusammen mal eine Runde zocken. Wenn ihr das möchtet. Fände ich per se ziemlich cool. Und Spielersuche? Spielsuche, Spielersuche für normal. Hi. Sehr schön. Erstmal suchen, dann können wir starten. Dann kann das sein, dass hier gleich noch der ein oder andere mit dabei ist. Spielsuche erfolgreich, was? Will ich annehmen? Ja, will ich. Ah ja, jetzt werde ich bei den anderen einfach reingesetzt. Da machen wir es halt auf dem Weg. Nee, wie gesagt, könnt ihr mich einfach anschreiben. Wäre cool, mal ein bisschen zusammen zu zocken. Ich spiele das Spiel hier nämlich zu 99% alleine, außer für die Mission. Ich würde mal gerne wissen, wie das so abläuft, wenn man... Agent finden und Schwierigkeitsstufe festlegen. Ja. Suche. Suche Spiele für normal. Spielsuche stoppen. Nein, nicht stoppen. Schön weitersuchen. Und wie gesagt, ich fände es ziemlich geil, dass man mit vielleicht ein oder zwei, vielleicht finden wir ja ein paar Leute, mit denen wir das zusammen zocken können. Wäre eine ziemlich geile Geschichte. Okay, nach Möglichkeit jeden Kontakt vermeiden, ja? Uschi, das kann ich dir ehrlich zu sein nicht versprechen. Unter Ebene 3. Und wo ist mein Teamkamerad da hinten? Ja, das ist schön. Kommt ihr denn auch? Wo gammelt ihr denn rum? Oh mein Gott. Allen, die mich hierher geschickt, wollt ihr mich echt verarschen? Sind das beide? Das sind vermutlich beide. Komm, bewegt euren Hintern hierher. So, ich werde jetzt einfach mal loslegen. Ich werde hier ein bisschen Krawums machen. Das hätte besser laufen können. Wow! Die haben gut Damage raus. Und sind vor allem nicht gerade wenige. Ja, ich sollte auch die richtige Waffe in die Hand nehmen. Wow, wow, wow. Das war eine echt beschissene Idee hier. Oh, schön, du kommst hoch. Uiuiui. Hör doch auf mit so einem Schmarrn. Geil, meine Teammates sind irgendwo am Arsch der Welt und kommen nicht bei. Boah. Okay. Läuft bei euch, ja? Ja, starten wir die ganze Scheiße hier einfach nochmal von vorn. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt, aber tun Sie, was nötig ist, damit Rhodes uns den Saft wieder anreden kann. Das heißt, falls er noch lebt. So, seid ihr da? Sehr schön. So, das ist nämlich das Tolle, wenn man hier richtig... Au, na klar, ich krieg hier aufs Fressbrett. Wenn man hier nämlich richtig zielt, kann man den die Flaschen auf dem Rücken kaputt schießen. Und dann explodieren die einfach nach ein, zwei Sekündchen. Und das mit einem ziemlichen Kabums. Und hier, jetzt machen wir mal ein bisschen was für unsere Trophäen. Wir heilen nämlich mal ein bisschen unser Team. Und wenn das jetzt gerade noch nicht so viel gebracht hat. So. Kam der denn mit schon jetzt da hoch und vor allem, wo wollte der Gegner da oben hin? Mann, 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 die halten echt gut was aus. Na gut, die sind auch noch... Ah ne, ich bin mittlerweile auch Level 6. Hab aber blöderweise noch keine neue Waffe oder sowas. Für Level 6. Ich glaube, die ich trage, ist für Level 5. Aber das wird sowieso ziemlich munitionslastig, der ganze Mist hier. Erste Hilfe-Set haben wir auf jeden Fall schon mal eins gefunden.
Ist hier unten irgendwas? Ne. Das sieht ziemlich frei hier aus, alles. Sehr gut, dann machen wir uns nochmal auf den Weg. So, was immer schön ist, ist, dass einem hier so grobe Wegpunkte angezeigt werden, damit man auch weiß, wo man langlaufen muss. Ah, die war natürlich nice verschwendet. So. War es das oder kommen da noch welche? So, haben wir noch eine Granate eingesammelt? Na, das scheint hier soweit gewesen zu sein. Wo kommen die anderen rum? Die kommen. Sehr schön. So, stinkt hier. Ah ja, da hinten kommen sie schon wieder, die nächsten. So. Wo sind meine Teammates? Die sind da. Die geben auch schon direkt wieder Vollgas hier. Na, komm, Köpfchen ins Visier. Dann kümmere ich mich erstmal um den da. Den Rest können die anderen beiden übernehmen. Gehen wir mal hinter die nächste Deckung. Das ist ja da mit dem Scheinwerfer vor der Nase. Trifft man hier nicht wirklich was. Na, komm, nice. Bisschen nachladen. Komm nochmal raus. So. Ein paar präzise Schüsse abgesetzt. So, der ist auch down. Kommt mal her, ihr kriegt mal ein bisschen Heilung. Ja, voll falsch gesetzt wieder. Mann. Au. Wo wird denn hier noch geschossen? Na, ich darf nicht so ein Dauerfeuer machen. Dann wird die Waffe zu unpräzise. Mit. Na komm, kriegst du. Schleichen jetzt einfach mal lang, aber sicher Richtung vorwärts. Na ja, komm, scheiß auf Schleichen. So. Munition, Granaten. Oh, eine neue Waffe, sehr schön. Mal nachher mal in einer ruhigen Sekunde mal schauen, ob die uns vielleicht besser macht. So, ach sieh mal an, wir haben sogar einen dritten Spieler mit dabei. Was ich übrigens auch nicht weiß, ich glaube es mal gewusst zu haben. Ja, gewiss zu haben, ganz recht. Ob die Gegner auch stärker werden, je mehr Gruppenmitglieder wir haben. Oder ob das einfach noch mehr werden. Ja, fuck, voll falsch gesetzt. Wo ist denn unser Agent, der getroffen wurde? Verstecken. So, Zeit für ein Granate. Der ist tot. Der ist tot. Steht noch was? Ach, da ist noch einer. Ja. Wunderbar, dann war also auch tot. So, wo ist jetzt unser Agent, der Hilfe braucht? Da oben? Wo? Also wirklich. Typ. Da oben hat man doch auch nichts zu suchen. Sieht so aus, als wäre alles frei soweit. Na, schauen wir mal. Oh je. Mit dem Projekt sollte das U-Bahn-System ausgebaut werden. Es war noch nicht fertig, als die Dollargrippe ausbrach. Öffentliche Bauten in New York folgen ohnehin ihrem eigenen Zeitplan. Okay.
ist mir gerade ein bisschen zu ruhig. Aktivieren wir das Ding mal. Schauen wir mal, was passiert. Wer da eben das Licht eingeschaltet hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Hier, Faylau, ich mische mich kurz ein. Die Hilfe ist von uns, Rhodes. An wen auch immer. Machen Sie sich auf den Weg. Das nehmen wir uns mal. Ja, sorry, ich bin auch wieder ein bisschen sehr leise. Beziehungsweise still, sagen wir es mal so. Sonst sind Sie tot. Das sieht doch, stinkt doch hier nach Gegnern. Ja, ich weiß, dass da oben ist. Gehen wir mal hier hinten weg. Schauen wir mal hier durch. Autsch, autsch, autsch. Stirb, stirb, stirb. Ach, die anderen stehen da oben drin. Das war gerade, um ehrlich zu sein, nicht, wie die da hingekommen sind. Sonst wäre ich nämlich vermutlich auch schon da. Aber das macht nichts. Die lenken die da oben wenigstens schön ab. So, diese Weganweisungen sind jetzt zwar teilweise echt verwirrend und zickzackmäßig. Aber früher oder später bringen sie einen dann doch ans Ziel. Für den Job brauche ich mehr Hände als ich habe. Glauben Sie, dass Sie mir helfen können, wenn ich Ihnen sage, wie? Jetzt geht's hier rein. Hey, gehst du wieder rein? Gut, weil ein paar Relais-Module ausgewechselt werden müssen. Dubidubidu. So, ein bisschen in Deckung bleiben hier. Zack, und so kann man den ganzen Mist nämlich für sich nutzen. Wenn man dann die... Ey, wow. Danke, Jungs. Hab ein bisschen Arsch gerettet hier. Hoppala. Deckung. Beim hier ist noch Cooldown. Oh, der hat ziemlich lange Cooldown, oder? Hat er den jetzt gerade eben gesetzt, als ich den setzen wollte? Kam mir nämlich nicht so vor, als hätte er überhaupt irgendwas gemacht. So, jetzt machen wir mal hier rein. Wunderbar. Munition. Munition kann man immer sehr gut gebrauchen. Da sagen wir einfach pauschal nie nein zu. Egal in welchem Spiel. Was machst du, Typ, denn hier? Ab. Puff. So, da haben wir das Energierelais. Ey, nicht dran vorbeilaufen. Pistole. Ah, gut, der hat's schon. Komm, tunk da rein. Do it. Zack. Wunderbar. Ach, da. Oh, ja, ein paar von denen, wa? Alter, gehst du in Deckung? Nein! Come on, helf mir. Help me. Penner. Danke. Ja, kommt nicht so nach vorne. So, wir haben eine Granate mal da hinten hin.
Du bist tot. Da kommt ein bisschen was hoch. Da kümmert er sich drum. Danke. So, du bist auch tot. Sehr schön. So, alle mal ein bisschen heilen. Wow. Ne? So, das ist nämlich das Schöne. Hier kann man nämlich auch die Umgebung ein bisschen zu seinem Vorteil nutzen, wie zum Beispiel die Benzinkanister und solche Geschichten. Wenn man die einfach kaputt schießt, dann gibt es auch immer ein kleines Bums. Ja, ein kleines Bums. Mir ist durchaus bewusst, was ich da gerade gesagt habe. Explosivgeschoss, sehr schön. Das hilft uns doch immer. Oh, Munition. Alles aufladen. Nice. Ach, die Ecke ist das. Hoppala. Irgendwie habe ich das mit der Granate noch nicht so ganz drauf. So, mal gucken, wo die landet. Da hinten, da soll sie hin. Sehr schön. So, jetzt haben wir uns dich. Mann, irgendwer bei uns in der Gruppe hier macht hier gut Damage. Nicht, dass das schlimm wäre. Ja, durch den Zaun schießen ist immer scheiße. Das ist doch kacke hier. Verpiss dich. Wow. Das war knapp. Wer auch immer den abgeknallt hat, vielen Dank dafür. Das hat mir ziemlich den Arsch gerettet. Ach, das ist dann auch so ein blöder Lila, ne? Das sind irgendwelche Special-Typen, die halten immer ein bisschen mehr aus als Standard. Ja, komm. Bisschen vorschleichen hier. Ha, sehr schön. Der ist voll an mir vorbeigelaufen. Wo? Der auch. Hihihi, das finde ich lustig. Irgendwie interessieren die sich kaum für mich, habe ich das Gefühl. Bada boom, bada bang. Oh oh. Jetzt interessieren sie sich aber wahrscheinlich hier für mich. Das gefällt Papa gar nicht. Die halten echt eine Menge aus, diese Sackratten. Gehst du mal bitte in Deckung. Woo. Ah, fuck. Medikit umsonst benutzt. Das war verschwendet. Hätte nicht sein müssen. Ja, dürfen wir uns ja erstmal. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr die Befehle über. Meine Fresse, ich leg's ja gerade auch echt drauf an, wa? Ich hoffe mal, hier gibt's gleich irgendwo ein paar neue Medikits. Sonst wird die ganze Scheiße hier nämlich echt eng für mich. Uiuiuiui. Kommt ihr, Jungs? So, das nehmen wir uns mal. Fuck. Komm schon. Danke. Der ist tot.
Der ist auch dood. Nachladen. Wo haben wir jetzt hier mal das Ding? Das stecken wir uns mal wieder ein. Also entweder werden die Gegner tatsächlich stärker, je mehr Gruppenmitglieder wir sind, oder aber ich wäre eigentlich noch zu schwach für die Mission hier. Ich habe mir ehrlich zu sein nicht geguckt. Wow. Nein, nicht schon wieder. Ich habe mir ehrlich zu sein nicht geguckt, was die Voraussetzungen für die Mission hier sind. Aber Leute, ich kann mich nicht schneller bewegen. Ich kann nicht. Wow, fuck. Das darf nicht sein. Komm schon, wir dürfen nicht alle sterben. Ah, fuck. Oh, jetzt lass uns das bitte nicht alles nochmal machen müssen. Also ich befürchte übrigens, dass wir nicht dazu kommen werden, nach der Mission hier noch unsere Waffen herzustellen. Denn boah, im Ernst jetzt. Diesmal hebe ich das Scheißding aber nicht auf. Das könnt ihr knicken. So, ja, ich verpiss mich einfach ganz feige mit nach hier oben. Aber nicht so weit nach vorne. Bleibe auch schön hier hinter stehen. Leute, irgendwer muss es aufnehmen. Och. Come on, guys. Wenn man nicht alles selber macht, gell? Jetzt aber raus hier. Ja, man sollte auch nicht unbedingt gegen Geländer schießen. Das hat keinen wirklichen Nährwert. Kommt schon, irgendwo müssen wir noch mehr kommen hier. Gerade eben waren es zumindest wesentlich mehr. Wo geht denn immer alle hin? Ach, da stand die Munitionskiste, glaube ich, gell? Okay, der hängt da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ah ja, da kommen dann noch welche. Gigmator. Zack, in die Klöten, das Ding. Oh. Fuck. Ich will leben. Belebe mich. Danke. Sehr freundlich von dir. So, sehr schön. Dann haben wir den ja doch noch down. War es das hier jetzt wenigstens? Hey, war das nur Munition oder? Ja, scheint so. Scheint nur Munition gewesen zu sein. So, wo haben wir jetzt unser Energierelais? Das fliegt wahrscheinlich noch hier ganz unten irgendwo rum, gell? Ja. Dachte ich mir doch. Wollen wir das mal mitnehmen? Also, was dachte ich mir schon. So, Waffe wechseln. War es das schon?
Oder kommt da noch was? Das scheint schon gewesen zu sein vorerst. Nehmen wir das Gerät mal wieder mit. Oh, aber die ganze Munition. Und andere Gegenstände. Ja. Na, mal schauen, vielleicht komme ich gleich noch dazu, die aufzuladen. Immer langsam mit den jungen Pferden. Zack. Wunderbar. Ernst? Steuerraum erreichen. Nein. Das sieht so aus, als wären wir da noch falsch. Oh, du kannst aber schön Hampelmännchen machen. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Wem sagst du das, Mäuste? Doch auch. Ah. Ja. Leute, kommt ihr? Test, test. Mein Gott, ist das Ding laut. Okay, ich mache mich jetzt im Kontrollraum an die Arbeit. Ich kann mich an diese Mission noch erinnern. Ich mochte sie nicht. Nicht mal so ein bisschen. Echt schnell, echt dunkel. Der Strom fließt nur zur Basis, wenn ich neu boote. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Ja, und innerhalb dieser Minute wird sie die Post abgehen. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurrikan hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Biester, aber vielleicht haben wir Glück. Oh, bitte, bitte, lasst es beim ersten Versuch irgendwie funktionieren. So, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal... Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. So. Setzen wir uns mal nicht hier oben hin. Cleaners sind die Bösen. Ah ja, da sind auch schon die ersten. What? Sorry, Meister. War garantiert nicht so... Wow. Oh, wir sind hier viel zu sehr geknubbelt, Junge. Eine beschissene Granate und wir haben es hinter uns. Na, komm. So, nachladen. Ne? Komm, dich auch noch nachladen. Ich stehe auf volle Magazine. Komm, zeig dich. So, ist brav. Wow. Ich weiß im ehrlichen Sein noch nicht, wie ich zum Beispiel so eine Rolle machen kann oder so. Oh fuck. Mama! Uiuiuiui. So, flott da hinten weg, du. Ah, eine Granate könnte ich auch nochmal werfen, wa? Ah. Die ist ja super geflogen. Oh, ist nice. Ah, da kommt noch einer. Sehr schön. So, und jetzt kommt der eigentliche Böse. So, wie sieht das live bei euch aus? Ah, läuft bei euch. So, da fliegt jetzt gleich als allererstes mal eine Granate rein. So, der Typ hat nämlich auch so komische Tanks an der Seite hängen, die man zum Explodieren bringen kann. Das Problem ist, der Typ hat eine Feuerkraft, das ist ekelhaft. Wow!
Komm schon, dich machen wir als erstes noch fertig. So, wunderbar. Au, au, au. Wow. Wow. Ich hab das Gefühl, ich werde sterben. Ich krabbel einfach mal mit dir mit. Vielleicht kann mich ja gleich einer von den Jungs doch noch wiederbeleben. Verfluchtes Ding. Verdammt. Okay, alles im Kasten. Könntet ihr mir bitte danke aufhören, an mir vorbeizulaufen? Das fände ich sehr knorke. Fetter Loot. Nichts lieber als das. Wuhu, haben wir es damit erledigt? Ich glaube, wir haben das damit schon so gut wie erledigt. Ah, den nehmen wir noch mit. Splittergranaten. Bin ich dabei. So, kommt schon, Jungs. Hey. Meister, komm her. Och, Typ. Ach, wie ich sowas hasse. Danke. Kann sich ja doch noch bewegen. Was hat er für eine Waffe bekommen? Ah ja. Eine mit ein bisschen mehr Damage zumindest. Wenn wir die entsprechend noch die Mods draufsetzen, dann dürfte die uns auch ein ganzes Stück besser machen. Alter, du bist auch einer von der ganz sportlichen Sorte, gell? Wie kann man denn die ganzen Emotes nutzen? Na, müssen wir irgendwo mal schauen. Und Chabin. Wesentlich stabiler zu sein. Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. Rhodes ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte. Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. Wuhu. So, jetzt kommen wir erstmal aus der Gruppe raus. Gruppe verlassen. Jawohl, danke. Ja. So. Dann machen wir hier aber jetzt auch Feierabend, ohne noch irgendein weiteres Terrain. Dann müssen wir uns doch im nächsten Video um die Waffenherstellung kümmern oder was auch immer wir noch herstellen können. Aber wir hätten ja eigentlich mal was nach anderem gucken können. Wir haben ja auch genug Stoff und so. Naja, ist immer gut, wenn man im Nachhinein auf solche Ideen kommt. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal Feierabend. Ich sage einmal wieder vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mir sehr weiterhelfen. Teilen könnt ihr das Ganze natürlich oder auch gerne einen Kommentar da lassen, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen oder auch Infos zum Game noch habt, die ich vielleicht auch falsch erklärt habe oder so. Wie gesagt, so gut kenne ich mich in dem Game auch noch nicht aus. Aber das gibt sich hoffentlich mit der Zeit. Dementsprechend einmal wieder vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.